Namaste, liebe Yogis. Ich grüße euch im Dankesalon und genau, ich habe mir hier einen schönen Spot ausgesucht und hoffe, dass ich nicht von den Hunden zu sehr gestört werde oder von irgendwelchen starrenden Indern. Und wir sind hier in Wakala am Südcliff von Kerala in Indien und ja. Lasst uns einfach beginnen, ja? Namaste. Dann schließt die Augen und bringt die Hände auf die Knie und kommt in einen komfortablen Yogisitz, Sukhasana, und bleibt erstmal für 1-2 Minuten ruhig in der Meditation sitzen. Hört den Wellen und dem Wind zu, den ihr jetzt vielleicht auch durch mein Mikrofon wahrnehmen könnt. Und die Krähen. Was immer für Geräusche da jetzt sind. Lasst euch hineintragen. Genießt, für einen kurzen Moment in Indien zu sein. Für 1,5 Stunden. Und atmet ganz leicht. Der Fokus ist auf das dritte Auge gerichtet. Zwischen euren Augenbrauen, der Punkt. An der Stirn. Spürt beim Einatmen die kühle Luft durch eure Nasenflügel. Und beim Einatmen die warme Luft am Heraustreten aus den Nasenflügeln. Dann beginnen wir die Yoga-Session
mit dreimal umtempen. Wir atmen zusammen aus. Beginnen wir mit dem Fire Breath, Kapalabhati. Ihr könnt anfangen mit dem nächsten Einatmen und Ausatmen, ein stoßhaftes Ausatmen. Vollkommenes Ausatmen. Zieht den Atem nach oben, haltet ihn. Zieht ihn noch ein bisschen weiter nach oben in die Brust, haltet ihn. Kinn zur Brust, haltet den Atem. 4, 3, 2, 1 und release. Atmet jetzt sanft ein paar Atemzüge, bevor wir die zweite Runde machen. Und wir beginnen die zweite Runde. Vollkommenes Ausatmen. Atme bis zur Brust. Halte den Atem. Und zieh den Atem noch ein bisschen höher zur oberen Brust. Haltet. Lass das Kinn zur Brust fallen. Halte den Atem. 4, 3, 2, 1 und release. Atmet wieder ganz normal und sanft. Und dann beginnen wir die letzte und dritte Runde mit Kapalabhati, dem Fire Breath. Atmet ein. Vollkommenes Ausatmen. Zieht den Atem nach oben, Mitte des Brustkörpers und haltet. Zieht den Atem noch etwas höher und haltet ihn.
hin zur Brust. 4, 3, 2, 1 und release. Atmet wieder ganz normal. Sanft und leicht durch die Nase. Und dann wechseln wir den Yogi-Sitz in Sukhasana, weil wir eine Weile in der Sukhasana-Haltung noch bleiben, in dem Schneidersitz. Bringt die Hände auf die Schultern und rollt die Schultern. Erstmal von vorne nach hinten, öffnet dabei den Brustkorb und beginnt bereits mit dem tiefen Ujjayi-Breathing, dem Ocean Breathing, dem Victorious Breathing. Mit jeder Welle, mit jedem Ozean, mit jeder Ozeanswelle atmet tief mit ein und aus. Ujjayi Breathing. Und in die andere Richtung. Haltet die Hände auf den Schultern. Wir beginnen von rechts nach links das Kundalini ausstoßen, ein- und ausatmen. Kommt zur Mitte, pendelt euch aus und bringt die Hände auf die Knie und schließt nochmal die Augen und spürt nach. Und dann wechseln wir den Yogi-Sitz, nochmal den Schneidersitz. Nehmt die Hände an den Knöchel und es ist auch nochmal eine Kundalini-Form. Wir gehen nach vorne und schauen nach oben, atmen ein und wir gehen nach hinten mit runden Rücken und atmen aus. Und das sehr schnell, in schnellen Bewegungen, schnellen stoßenden Bewegungen. Einatmen, ausatmen. Mitte und bringt die Hände wieder auf die Knie. Ihr könnt die Augen noch geschlossen halten und spürt kurz nach. Und dann wechseln wir nochmal den Yogi-Sitz, Schneidersitz. Und wenn ihr noch ein Kissen oder ein Cushion unter euch habt, könnt ihr das herausziehen. Wir beginnen mit kreisenden Bewegungen, erstmal im Uhrzeigersinn, große kreisende Bewegungen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Nehmt bei jeder Bewegung euren Atem mit, tiefes Ujjayi Breathing. Und jetzt schaut mal, dass ihr die Kreise noch größer werden lasst. Richtig schöne, große Kreise mit Bewegungen. Nach vorne und nach hinten. Und dann lasst die Kreisbewegungen kleiner werden.
bis ihr in die Mitte kommt, zum Stillstand, in die Zentrierung. Spürt dann den Moment nach. Und dann beginnt mit den Kreisbewegungen in die andere Richtung. Nehmt den Atem mit, Ujjayi Breathing, mit jeder Bewegung. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und jetzt schaut, dass die Kreisbewegungen noch größer werden. Richtig schön nach vorne. Und nach hinten große Kreisbewegungen und nehmt den Atem mit. Und dann kommt langsam wieder in die Mitte mit kleineren Kreisbewegungen und lasst euch ganz langsam auspendeln, bis ihr zentriert seid und schließt nochmal die Augen und spürt nach, in der Stille, in der Zentrierung zu sitzen, mit einem geraden Rücken. Lauscht nochmal den Wellen. Euer Atem ist ruhig. Und dann öffnet die Augen und wechselt nochmal den Sitz. Mit der Einatmung bringt den rechten Arm nach oben und den linken zum Boden neben euch und streckt euch richtig schön über die Fingerspitzen hinwegschauen. Öffnet die ganze rechte Seite, die rechte Schulter schiebt sich nach hinten. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und bringt den rechten Arm runter. Und wir kommen zur anderen Seite. Linker Arm über den Kopf, über die Schulter gestreckt. Und spreizt eure Finger, atmet da hinein. Öffnet die ganze linke Schulterseite, die linke Brust. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und wir kommen noch einmal zur anderen Seite. Rechter Arm über den Kopf und streckt euch zur linken Seite. Öffnet die rechte Brust. Einatmen. Ausatmen, einatmen, ausatmen und zur anderen Seite. Linker Arm streckt sich über den Kopf und zur rechten Seite und schaut über die linken Fingerspitzen hinweg nach oben. Öffnet die ganze linke Brustseite. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen und kommt wieder nach oben. Bringt die Hände auf die Knie, schließt nochmal die Augen für einen Moment. Und dann kommt in Cat-Cow, in die Kuhkatze-Stellung und schaut erstmal, dass ihr in einem schönen, neutralen einem neutralen Rücken in dieser Stellung seid
Und dann beginnen wir mit dem Einatmen. Cat Cow. Katze Kuh. Ausatmen, runterrücken. Einatmen, nach oben kommen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und neutrale Stellung. Jetzt streck das rechte Bein nach hinten und den linken Arm nach vorne. Einatmen. Ausatmen, macht euch rund und klein, dass der linke Ellbogen findet, trifft auf den auf das rechte Knie. Einatmen, streckt euch. Ausatmen, macht euch klein. Einatmen, streckt euch. Ausatmen, macht euch klein. Einatmen, streckt euch. Ausatmen, macht euch klein. Und noch einmal. Einatmen und ausatmen. Und kommt in neutrale Stellung. Und dann zur anderen Seite. Linkes Bein nach oben, rechter Arm nach vorne. Macht euch klein, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und noch einmal einatmen und ausatmen. Und kommt in das Kind. Da bleibt für einen Moment. Und dann mit der nächsten Einatmung schiebt euch mit ganz starken Händen hoch in den Hund, in den herabschauenden Hund. Und hier paddelt erstmal mit den Füßen, streckt, alles ist erlaubt, streckt euch, bewegt euch und macht euch weich und warm. Schaut mal, ob ihr auf die Zehenspitzen kommt und zurück auf den Boden. Und nochmal auf die Zehenspitzen. Und nochmal mit den Fersen zurück auf den Boden. Achtet auch auf die Form eurer Hände. Spreizt die so richtig schön weit auseinander, die Finger. Und atmet jetzt tief ein und aus in der Hundstellung. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und dann wandern wir langsam nach vorne. Und bleibt noch ein bisschen mit weichen Knien, angewinkelten Knien, also nicht durchgestreckte Beine. Und rollt euch langsam nach oben und kommt in die Bergposition Tadasana. Schließt nochmal die Augen, bevor wir mit dem Sonnengruß A anfangen. Und dann bringt die Hände vor die Brust, die Füße zusammen, konzentriert euch. Einatmen, Arme über den Kopf, ausatmen, Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Einatmen, rechtes Bein nach hinten, das linke kommt hinzu, schiefe Ebene. Ausatmen, Knie, Kinn, Brust zum Boden. Einatmen. Ausatmen, über das Kind in den herabschauenden Hund und da bleibt 5 tiefe Atemzüge. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. Und mit der nächsten Ausatmung bringt das linke Bein nach vorne, das rechte.
Rechte kommt hinzu. Einatmen, gerade Rücken. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Arme über den Kopf. Und kommt in Tadasana. In die Bergposition. Und spürt einen Moment nach. Und dann bringt die Füße wieder zusammen, die Hände vor die Brust. Einatmen, Arme über den Kopf. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, gerade Rücken. Linkes Bein diesmal nach hinten. In den Hund und in die schiefe Ebene. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn auf dem Boden. Einatmen, ausatmen, über das Kind in den herabschauenden Hund. Und bleib da 5 tiefe Atemzüge. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Einatmen und mit der nächsten Ausatmung bringt das rechte Bein nach vorne. Einatmen, gerade Rücken. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Arme über den Kopf und ausatmen, Tadasana. Und bleibt da noch mal für einen Moment in eurer sanften Atmung. Hände vor die Brust. Einatmen, ausatmen, Hände zum Boden. Einatmen, Utkatasana, der Stuhl. Ausatmen, Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Einatmen, springt oder schreitet nach hinten. Chaturanga. Einatmen, der Heraufschlag. Ausatmen, über die Zehen. In den herabschauenden Hund. Einatmen, rechtes Bein nach vorne, Krieger 1. Ausatmen, Hände zum Boden, Chaturanga. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, linkes Bein nach vorne, Krieger auf der anderen Seite. Einatmen, ausatmen, Hände zum Boden, Chaturanga. Ausatmen. Einatmen, heraufschauender Hund und kommt in den herabschauenden Hund. Bleibt hier wieder 5 tiefe Atemzüge. Ujjayi Breathing, das Ozeans Atmen. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. Und mit der nächsten Ausatmung schaut nach vorne und springt nach vorne. Einatmen, gerade Rücken, ausatmen, Uttanasana. Einatmen in den Stuhl, Utkatasana. Und kommt zum Stehen. Öffnet die Beine und schließt die Augen für einen Moment und spürt nach. Und dann bringt die Füße wieder zusammen, die Hände vor die Brust. Wir machen jetzt ein paar Variations, Standing Variations. Einatmen, Arme über den Kopf. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, springt oder schreitet nach hinten. Chaturanga. So, jetzt habe ich mein Ding hier verloren. Genau. Chaturanga. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund.
Bleib da zwei tiefe Atemzüge. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Rechtes Bein nach oben und schwingt das Recht, den rechten Fuß nach vorne zwischen eure Hände und öffnet euch in Parshvakonasana, die Winkelhaltung, und bringt den linken Arm nach oben und vielleicht nach vorne sogar, könnt ihn aber auch nach oben gestreckt halten. Das rechte Knie drückt gegen die Innenseite vom rechten Ellbogen und schaut über die Fingerspitze hinweg. Atmet da tief hinein. Die Außenkante von eurem linken Fuß drückt nach unten. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und mit der nächsten Einatmen kommt nach oben in den Krieger 2 und streckt beide Arme voneinander. Schaut über eure Fingerspitzen hinweg. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen tiefer sinken. Einatmen, ausatmen. Und dann streckt das rechte Knie durch. Und dann winkelt es wieder an zum Krieger 2. Und macht den Reverse-Krieger. Einatmen, ausatmen, einatmen. Ausatmen. Streckt wieder das rechte Bein, das vordere rechte Bein durch. Und mit der nächsten Einatmen lasst euch wie von einer unsichtbaren Hand nach vorne ziehen und kommt in das Dreieck. Trikonasana. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Einatmen, ausatmen. Und dann bringt den rechten Arm, den linken Arm wieder nach unten. Beide Beinstellungen, die Beinstellung verkürzt sich. Mit der nächsten Einatmung, gerade Rücken, schaut nach oben, öffnet euch. Und mit der nächsten Ausatmung, Vorwärtsbeuge über das rechte durchgestreckte Knie. Beide Knie, beide Beine sind durchgestreckt. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Mit der nächsten Einatmen bringt euer linkes Bein nach vorne zum rechten Fuß. Gerade Rücken einatmen, ausatmen, Vorwärtsbeuge, einatmen, Arme über den Kopf, ausatmen, Tadasana, die Berghaltung. Und da bleibt einfach einen Moment stehen, könnt auch die Füße kurz öffnen, die Augen schließen. Und dann bringt die Füße wieder zusammen, die Hände vor die Brust. Einatmen, Arme über den Kopf. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, gerade Rücken. Entweder springt oder schreitet nach hinten. Ich mache das jetzt vorsichtig, weil ich hier mein Mikrofon auch habe. Ausatmen, kommt in Chaturanga. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Und bleibt in dem herabschauenden Hund für 2 tiefe Atemzüge. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und dann mit der nächsten Einatmung bringt den linken Fuß, streckt das Bein nach oben. Und dann schwingt den linken Fuß nach vorne zwischen eure Hände. Und öffnet euch jetzt zur anderen Seite, Parshvakonasana, in der Winkelposition. Ihr könnt entweder mit einer flachen Hand
euch abstützen oder vielleicht mit einer Faust. Oder wenn ihr einen Block habt, mit einem Block. Einatmen. Ausatmen. Das linke Knie drückt gegen die Innenseite von eurem linken Ellbogen. Und schaut, dass ihr einen rechten Winkel zu eurer Ferse, mit dem Knie zu eurer Ferse habt. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und mit der nächsten Einatmung kommt nach oben in den Krieger 2. Streckt beide Arme voneinander weg, auseinander und schaut über eure linken Fingerspitzen. Linke Hand hinweg. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen tiefer sinken. Und dann streckt das linke Bein und kommt wieder in den Krieger 2. Reverse Krieger 2. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und dann streckt wieder das linke Bein und schaut, dass ihr euch in das Dreieck nach vorne ziehen lasst. Und öffnet die ganze rechte Seite. Schaut nach oben über die Fingerspitzen hinweg. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und dann kommt wieder in den Krieger 2. Bringt die Hände nach vorne und streckt das linke Knie aus. Und macht den Schritt etwas kürzer. Schaut, dass die Hüften parallel sind. Und mit der nächsten Einatmung schaut nach oben, gerader Rücken. Ausatmen, Vorwärtsbeuge über das linke durchgestreckte Knie. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen, ausatmen. Und mit der nächsten Einatmung schaut wieder nach oben, gerade Rücken. Und dann bringt das den rechten Fuß zum linken Fuß. Streckt euch nochmal, schaut nach vorne. Ausatmen, Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Einatmen, Arme über den Kopf. Ausatmen, Tadasana. Und bleibt in der Bergposition. Hände vor die Brust, einatmen, Arme über den Kopf, ausatmen, Vorwärtsbeuge, einatmen, springt oder schreitet nach hinten in Chaturanga, ausatmen, herabschauender Hund, ausatmen, herabschauender Hund und bleibt da nochmal zwei tiefe Atemzüge. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Dann rechtes Bein streckt sich wieder weit nach oben und bringt den Fuß, den rechten Fuß zwischen eure Hände. Nochmal öffnet euch in Parshvakonasana, die Winkelhaltung und kommt in den Krieger 2. Und dann streckt das rechte vordere Bein und bringt die Füße parallel zur Matte. Einatmen, leichte Rückbeuge, ausatmen, Vorwärtsbeuge. Bringt die Hände zwischen eure Füße und schaut, dass ihr mit einem geraden Rücken nach vorne in die Vorwärtsbeuge kommt. Ihr müsst nicht bis auf den Boden gelangen, sondern schaut lieber, dass der Rücken gerade bleibt. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und
mit der nächsten Einatmung, bring die Hände an die Hüften und komm mit einem geraden Rücken wieder nach oben. Machen noch eine andere Variation, nochmal leichtere Kurve, einatmen, ausatmen. Diesmal schaut, ob ihr mit den Händen vielleicht zu den Zehen kommt und kommt wieder in eine Vorwärtsbeuge. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Mit der nächsten Einatmung Hände zur Hüfte und kommt mit geradem Rücken wieder nach oben. Wir schauen nach vorne, also dreht euch, wendet euch nach vorne und macht euren Schritt ein bisschen kleiner und schaut, dass die Füße parallel zu eurer Hüfte seid, dann habt ihr einen besseren Stand. Und dann nehmen wir entweder die hinter dem Rücken die Ellbogen zusammen oder wer möchte, kann auch in die Gebetsstellung kommen. Mit der nächsten Einatmung eine leichte Rückenbeuge und dann mit der nächsten Ausatmung kommt nach vorne in die Pyramide und Vorwärtsbeuge über das rechte durchgestreckte Knie. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Mit dem nächsten Einatmen bleibt in dieser Stellung und verlagert nun euer Gewicht auf die rechte Seite und hebt euer linkes Bein nach oben und langsam streckt das rechte Knie durch und schaut, ob ihr in diese Fliegerposition, eigentlich ist das der Krieger 3, kommen könnt. Schaut, dass die Hüften parallel zum Boden sind, die linke Hüfte sich nicht nach oben schiebt und dann mit einem weichen Knie kommt wieder zurück in die Pyramidenstellung, löst die Hände, schüttelt aus und schreitet nach vorne. Tadasana. Hände vor die Brust. Einatmen, Arme über den Kopf, ausatmen, Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Einatmen, gerader Rücken, springt oder schreitet nach hinten nach und springt in Chaturanga. Ausatmen, einatmen, herauf. Ausatmen, herabschauende Hund. Hier zwei tiefe Atemzüge. Einatmen. Ausatmen, einatmen, ausatmen. Mit der nächsten Einatmung bringt euer linkes Bein, streckt das wieder weit nach oben und dann bringt den linken Fuß zwischen eure Hände. Nochmal Parshvakonasana, die linke Position auf der anderen Seite. Öffnet euch. Und dann kommt in den Krieger 2, geht nochmal tief runter und dann streckt die Beine durch. Ich werde jetzt einfach wieder nach vorne schauen, bringt die Füße wieder parallel zur Matte. Hände an die Hüften, einatmen, leichte Hüften. Ausatmen mit geradem Rücken nach vorne. Und jetzt macht eine Faust hinter dem Rücken und schaut mal, ob ihr die Faust über euren Kopf bringen könnt. In Richtung zum Boden. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen, ausatmen. Und dann kommt
mit einem geraden Rücken wieder nach oben. Bringt die Hände nochmal an die Hüften. Und die letzte Vorbeuge. Einatmen, leichte Rückbeuge. Ausatmen, gerade Rücken nach vorne. Bringt beide Hände vor euch, ungefähr auf Höhe des Gewichtes. Und dann streckt den rechten Arm nach oben. Einatmen, ausatmen, bringt ihn wieder zum Boden. Der linke Arm streckt sich nach oben. Twist zur linken Seite. Einatmen, ausatmen. Nochmal zur anderen Seite. Einatmen, Twist zur rechten Seite. Ausatmen, noch einmal die linke Seite. Einatmen, ausatmen. Und dann bringt die Hände wieder an die Hüften und kommt mit geraden Rücken nach oben. Diesmal machen wir die andere Seite der Pyramide. Schaut wieder, dass ihr den Schritt ein bisschen verkürzt und die Füße parallel zur Hüften sind. Und dann nehmt entweder die Ellbogen in eure Hände oder wer möchte, kann die Gebetsstellung machen. Leichte Rückbeuge, einatmen, ausatmen über das linke durchgestreckte Knie. Vorwärtsbeuge, einatmen, ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen, ausatmen. Und mit der nächsten Einatmung und geraden Rücken kommt nach vorne und winkelt euer linkes Knie an und verlegt euer Gewicht auf die linke Seite diesmal. Rechtes Bein streckt sich nach oben in den Krieger 3. Und schaut wieder hier auch, dass die Hüften parallel zur Matte sind. Einatmen, ausatmen. Und dann mit einem weichen linken Knie kommt wieder nach vorne bzw. zurück in die stehende Pyramide und löst euren Griff, schüttelt ein bisschen die Hände aus. Und kommt wieder an die Vorderseite der Matte. Tadasana, Bergposition. Schließt die Augen für einen Moment und spürt nach. Hände vor die Brust. Einatmen, Arme über den Kopf. Ausatmen, Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Einatmen, springt oder schreitet nach hinten in Chaturanga. Ausatmen, einatmen, aufschauen. Ausatmen, über die Zehen in den herabschauenden Hund. Und da bleibt wieder zwei tiefe Atemzüge. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen und dann streckt das rechte Bein nach oben, einatmen, macht euch rund, bringt das rechte Knie zur Nase, ausatmen, einatmen, streckt das Bein nach oben, ausatmen, Knie zur Nase, noch einmal, einatmen, rechtes Bein nach oben, ausatmen, Knie zur Nase. Und bringt den rechten Fuß diesmal an die Außenseite eurer rechten Hand und öffnet die linke, so leicht 45 Grad, die linke Hand. Und dann Anjaneyasana, öffnet eure rechte Seite und schaut nach oben, vielleicht über die Fingerspitzen hinweg. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen und bringt den rechten Arm wieder nach vorne und das linke Knie auf den Boden, auf die Matte und vielleicht nehmt dann Kuschen oder ein tibetanisches Sitzkissen unter eurem linken Knie. Da bleiben wir ein bisschen, damit ihr es schont.
Dann nimm beide Hände auf das rechte Knie und streck die Arme richtig schön durch. Schaut nach oben und atmet. Tiefes Ujjayi-Breathing. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und dann nehmt die Hände hinter euren Rücken und macht eine Faust und streckt und bringt die Faust in Richtung Boden. Öffnet den Brustkorb noch mehr und schaut noch weiter nach oben, 45 Grad vor euch. Habt einen Fokuspunkt, einen Drishti-Punkt. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und dann öffnet eure Arme wie Adlerflügel. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und jetzt streckt das rechte Bein und mit einer Vorbeuge kommt über das rechte Knie, ausatmen. Und beim Einatmen, Adlerflügel öffnet euch, ausatmen, streckt euch über das rechte Bein, einatmen. Öffnen, ausatmen, streckt euch über das rechte Knie, einatmen, öffnen, ausatmen, streckt euch über das rechte Knie und dann kommt ganz normal in den Sitz, auf die Knie und in das Kinn und bleibt dafür ein paar Atemzüge. Fingern, richtig schön gespreizte Hände. Presst euch wieder nach oben mit der nächsten Einatmung in den herabschauenden Rumpf und paddelt dann nochmal eure Beine für den Moment. Zwei tiefe Atemzüge. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und dann bringt das linke Bein weit nach oben, streckt es nach oben und dann macht euch klein, linkes Knie zur Nase, ausatmen, einatmen, linkes Bein nach oben, ausatmen, Knie zur Nase, einatmen, noch einmal linkes Bein nach oben und mit der nächsten Ausatmung bringt es an die Außenseite eurer linken Hand und öffnet leicht die rechte Hand, 45 Grad Winkel. Und dann bringt den linken Arm Anjaneyasana über euch und streckt euch, öffnet die ganze linke Seite. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und bringt die Hand wieder zum Boden und nehmt diesmal euer Kissen, euer Polster unter das rechte Knie. Beide Hände auf das linke Knie und streckt die Arme so richtig schön durch. Schaut nach vorne, sucht euch einen Drishti-Punkt, einen Fokuspunkt. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Löst den Griff und macht eine Faust hinter dem Rücken und schaut mal, dass ihr diesmal eine andere Fausthaltung nehmt und streckt euch, öffnet die Brust, schaut nach oben und zieht die Faust Richtung Boden. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und dann öffnet euch wie Adlerflügel. Einatmen, ausatmen,
Einatmen. Ausatmen. Und mit der nächsten Bewegung Vorwärtsbeuge ausatmen. Linkes Knie streckt sich. Einatmen. Öffnet euch, öffnet eure Flügel, eure Adlerflügel. Ausatmen. Linkes Bein streckt sich. Einatmen. Öffnet die Adlerflügel. Ausatmen. Linkes Bein streckt sich. Einatmen. Und noch einmal öffnet euch. Und dann bringt euch sanft wieder zurück in die Kindshaltung. Und relax für einen Moment. Mit der nächsten Einatmung bringt euch zurück in den Down Dog. Und zwei tiefe Atemzüge. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Mit der nächsten Einatmung rechtes Bein nach oben und schwingt es mit der Ausatmung nach vorne. Pistol. Verlagert euer Gewicht auf die rechte Seite, bringt den linken Fuß schwebend zum rechten Fuß und greift mit der rechten Hand um den linken Fuß und dann schiebt euch wie eine Pistole nach vorne. Und jetzt schaut mal, ob ihr vielleicht eure linke Hand vom Boden die Stütze wegnehmen könnt. Vielleicht den Arm nach vorne bringen und vielleicht sogar beide Hände lösen und dann rollt euch auf das Gesäß. Zieht euer rechtes Knie an die Brust und öffnet es zur rechten Seite. Jhana Shikshasana. Einatmen, Arme über den Kopf und ausatmen. Über das linke gestreckte Bein vorwärts beugen. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und mit der nächsten Einatmen kommt nach oben. Bringt euer rechten Fuß auf die Mitte eures linken Oberschenkels. Hände hinter euer Gesäß und dann zieht das linke Knie zu euch. Zieht das richtig schön zu euch an eure Brust, in Richtung Brust. Und dann öffnet den Brustkörper und drückt das rechte Knie nach außen und nach vorne. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen und dann löst den Griff und kommt entweder in einen halben Yogisitz, einen ganzen Yogisitz oder in Sukhasana, dem einfachen Yogisitz. Bringt die Hände auf die Knie und mit der nächsten Ausatmung Vorwärtsbeuge nach vorne. Schaut, dass die Fingerspitzen ein Körbchen machen und streckt richtig schön die Arme nach vorne. Streckt die Arme durch. Vorwärtsbeuge. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und dann bringt euch wieder nach oben. Löst euren Yogisitz. Schreitet oder springt, in dem Fall schreite ich, weil mein Mikrofon hängt herab. Muss ich erstmal wieder festklemmen. Genau, die Seite mehr. Und dann kommt wieder in den herabschauenden Hund. Zwei tiefe Atemzüge. Einatmen. Ausatmen, einatmen, ausatmen.
Mit der nächsten Einatmung linkes Bein hoch. Ausatmen. Bringt den linken Fuß zwischen eure Hände und verlagert euer Gewicht Pistol auf der anderen Seite. Nehmt eure linke Hand an den rechten Fuß und zieht euch durch wie so eine Pistole und balanciert. Schaut, dass ihr eine schöne Balance erstmal findet und vielleicht könnt ihr dann den rechten Arm lösen, die rechte Hand vom Boden wegnehmen, vielleicht nach vorne bringen und vielleicht beide Hände lösen und dann rollt euch auf das Gesäß und zieht das linke Knie zur Brust und öffnet es für Jhana Shavasana. Einatmen, Arme über den Kopf, ausatmen, Vorwärtsbeuge über die rechte Seite. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und löst den Griff. Bringt euren linken Fuß auf die Mitte des rechten Oberschenkels, Hände hinter euer Gesäß und zieht das rechte Knie an. Vielleicht bringt das Gesäß ein bisschen näher noch ran an euren Fuß und dann öffnet die Brust, schaut nach oben, streckt euch und presst, drückt das linke Knie etwas nach vorne. Einatmen. Ausatmen, einatmen, ausatmen und dann löst den Griff, löst die Position und kommt in Sukhasana, den einfachen Yogisitz oder vielleicht den halben Lotus, den ganzen Lotus. Bringt die Hände auf die Knie und mit der nächsten Ausatmung beugt euch nach vorne, Vorwärtsbeuge. Macht wieder ein Körbchen mit den Fingern und habt die Arme durchgestreckt. Das ist eine ganz aktive, nicht inaktive Position auch der Arme. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Und dann kommen wir der nächsten Einatmung nach oben. Und ich setze mich jetzt zu euch. Öffnet die Beine in der Schmetterlingsposition Baddha Konasana. Und schaut mal, dass ihr eure Fersen so nah wie möglich an euer Gesäß bringt. Und öffnet die Füße erstmal wie ein Buch. Ihr könnt dazu die Hände nehmen, drückt die Füße auseinander wie ein aufgeschlagenes Buch und schaut, dass ihr die Knie so weit wie möglich zum Boden bringt und dann flattert wie ein Schmetterling. Und dann hört auf mit dem Flattern und schaut, dass ihr jetzt mit einem geraden Rücken nach vorne euch nach vorne beugt, aber bleibt in diesem geraden Rücken, bleibt in der geraden Haltung des Rückens, kein runder Rücken. Ihr müsst gar nicht weit nach vorne kommen, einfach nur so lange er gerade bleibt, der Rücken. Und jetzt atmet tief in diese schöne Baddha Konasana Schmetterlingsposition. Atmet da tief hinein, einatmen, ausatmen, vor allem in den Rücken, einatmen. Ausatmen. Mit der nächsten Einatmung macht euch rund, beziehungsweise atmet aus und macht euch rund und macht aber das Buch weiterhin, öffnet das Buch weiterhin. Und jetzt schaut mal, wie das ist, wenn man mit runden Rücken nach vorne geht und sich noch etwas weiter nach vorne beugt. Mit runden Rücken diesmal, das ist auch in Ordnung. Spürt einfach mal in den Unterschied hinein. Vorher der gerade Rücken und jetzt der runde Rücken. Vielleicht kommt ihr mit dem runden Rücken ein bisschen tiefer. Einatmen, ausatmen,
Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und mit der nächsten Einatmung kommt langsam wieder nach oben. Nehmt die Hände zu den Knien und bringt die Knie zusammen. Und dann öffnen wir die Beine in eine gespreizte Haltung. Schaut einfach, wie weit das für euch gut ist. Aber die Beine, die Knie sind durchgestreckt und die Fersen und die Zehen angewinkelt. Und mit der nächsten Ausatmung beugt euch langsam nach vorne. Und vielleicht könnt ihr sogar die großen Zehen erreichen. Ansonsten immer dort, wo es sich gut anfühlt. Und schaut auch, dass ihr hier einen geraden Rücken habt. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen weiter nach vorne euch beugen. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und mit der nächsten Einatmung kommt langsam nach oben. Nehmt eure Knie, winkelt sie an und bringt euch in den Sukhasana. Sitz in den einfachen Lotus-Sitz, Yogi-Sitz. Und dann gehen wir nach vorne und kommen nochmal in die Kindshaltung. Bleiben dort einen kurzen Moment. Drückt euch nochmal mit starken Händen in den herabschauenden Hund. Paddelt nochmal die Füße aus. Zwei tiefe Atemzüge. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und dann kommt auf die Zehenspitzen. Mit einem runden Rücken kommt in diese Cobra-Bewegung. Ausatmen, mit runden Rücken wieder über die Zehenspitzen nach unten in den herabschauenden Hund. Nochmal über die Zehenspitzen, runder Rücken. Lasst euch wie so eine Schlange nach vorne gleiten. Öffnet euch, einatmen, ausatmen, runder Rücken über die Zehenspitzen wieder in den Hund. Und noch einmal über die Zehenspitzen, runder Rücken nach vorne. Einatmen, öffnet euch, ausatmen mit einem runden Rücken in den herabschauenden Hund und noch einmal auf die Zehenspitzen, aber diesmal lassen wir uns in Plank in die schiefe Ebene und dann herab auf den Boden, auf den Bauch gleiten und er bleibt für einen Moment. Ein, aber bringt die Füße zusammen und nehmt die Hände vor eure Matte und macht ein Körbchen. Und dann streckt die Arme durch. Einatmen, Oberkörper nach oben. Ausatmen, lasst euch nach unten sinken. Einatmen, bringt die Hände, das Körbchen ein bisschen näher zu euch ran. Einatmen, ausatmen, Cobra Wings. Einatmen. Ausatmen. Nochmal. Einatmen. Bringt die Hände, das Körbchen ein bisschen zu euch ran. Einatmen. Ausatmen. Und das Körbchen wieder näher zu euch. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Noch einmal einatmen,
ausatmen. Und dann macht ein Polster unter eurem Gesicht mit euren Händen und schüttelt eure Hüfte ein bisschen aus. Und relax. Und dann löst den Griff, bringt eure Hände neben eure Hüften. Shalabhasana, das Krokodil. Die Füße sind zusammen. Richtet euren Körper ein, dass ihr gerade seid. Und mit der nächsten Einatmung bringt den Kopf und die Brust nach oben und dann auch die Beine. Und dann macht noch eine Faust hinter den Rücken. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und release, relax. Macht wieder ein Kissen unter eurem Gesicht. Und schüttelt die Hüften ein wenig aus. Relax. Und mit der nächsten Einatmung rollt euch auf den Rücken. Zieht die Füße zu euer Gesäß für die kleine Brücke. Und mit der nächsten Einatmung hebt eure Hüften, macht eine Faust unter dem Gesäß und zieht die Schulterblätter zueinander ein. Zieht die richtig schön zueinander und dann hebt die Hüfte noch ein bisschen höher. Einatmen. Ausatmen, die Knie drücken sich zueinander, nicht auseinander, ganz wichtig. Und die Zehenspitzen schauen zueinander und nicht auseinander, voneinander weg. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und dann lasst euch herab, ganz langsam Wirbel für Wirbel, bleibt aber in der Position, weil wir gehen gleich noch mal nach oben. Und noch einmal Hüfte nach oben, einatmen, bringt die Schulterblätter, zieht die zueinander. Hüfte nach oben, einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen und das linke Bein streckt nach oben und hebt die Hüfte. Einatmen, ausatmen und das rechte Bein und hebt die Hüfte dabei. Einatmen. Ausatmen, einatmen, ausatmen und bringt beide Füße nach unten und hebt die Hüften noch einmal richtig schön nach oben. Einatmen, ausatmen und lasst euch langsam herab. Zieht die Knie an und rollt, gebt dem Rücken durch rollende Bewegungen erstmal die eine Richtung eine kleine Massage und dann rollt und kreist die Knie in die andere Richtung und genießt die Massage im unteren Rückenbereich. Greift eure Knie und bringt den Kopf, die Stirn an die Knie. Macht euch klein.
Dann löst den Griff und macht die Figur Nummer 4. Der linke Fuß auf das rechte Knie und dann greift mit dem linken Arm durch dieses Loch hindurch und zieht das rechte Knie zu euch an. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und jetzt schaut mal, streckt mal das rechte Bein und löst die Hand wieder aus diesem Loch und schaut mal, ob ihr vielleicht entweder an den Zeh kommt, an den großen Zeh oder sonst wo immer es sein soll und drückt dann nochmal mit einem geraden, gestreckten rechten Bein gegen euren Fuß mit der rechten Hand. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und dann löst den Griff und wir kommen zur anderen Seite, die Figur 4 auf der anderen Seite, der rechte Fuß am linken oberen Knie, greift mit der rechten Hand durch und zieht euer linkes Knie zu euch. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und dann löst den Griff und streckt euer linkes Bein nach oben und schaut mal, ob ihr vielleicht da mit dem Zeh in Berührung kommt oder mit dem Knöchel oder wo immer es geht und drückt mit der linken Hand gegen den Fuß, den rechten Fuß, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und löst den Griff. Schüttelt die Beine ein bisschen aus. Und schaut, dass ihr in Yogi Nidrasana Sleeping Baby Position kommt. Beide Hände umgreifen die Füße, und zwar die Außenkante der Füße, und drückt die Knie in Richtung Boden. Yogi Nidrasana. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und löst den Griff. So, streckt die Beine aus, nehmt die Hände unter euer Gesäß, um euch ein bisschen abzustützen. Mit der nächsten Einatmung zieht beide Beine nach oben. Ausatmen, bringt die Beine wieder nach unten, aber berührt nicht den Boden. Einatmen, nach oben. Ausatmen, nach unten. Einatmen, nach oben. Ausatmen, nach unten. Einatmen, nach oben. Ausatmen, nach unten. Wenn ihr einen Gurt zur Hand habt, nehmt den Gurt, streckt euer rechtes Bein und umgreift und wickelt den Gurt um die rechte Seite und dann öffnet bzw. zieht das rechte Bein über euren Kopf. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und mit der nächsten Ausatmung bringt das rechte Bein zur rechten Seite, je nachdem wie weit es kommt. Hier ist wichtig, dass ihr das linke Bein, das Basisbein, in den Boden drückt und beide Hüften gleichmäßig am Boden sind und nicht die linke Hüfte nach links kippt. Einatmen, ausatmen, einatmen,
ausatmen und dann bring das Bein wieder nach oben, löst den Gurt und wechsel zur anderen Seite. Linkes Bein nach oben, nehmt den Gurt um den linken Fuß herum, wickelt ihn um den linken Fuß herum und dann öffnet die linke Seite. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und dann bringt den linken Fuß wieder nach oben. Ich habe vergessen. Drückt erstmal mit dem Gurt, zieht den Fuß über euren Kopf und bleibt dafür einen Moment. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen und dann löst den Griff und bringt den linken Fuß nach unten und liegt da erstmal in Shavasana für einen Moment und spürt nach, wie sich jetzt beide Seiten gleich anfühlen. Spürt da einfach mal hinein. Jetzt macht euch nochmal klein, nehmt die Hände um die Knie und dann rollt euch nach vorne und nach hinten und schaut, dass ihr bei jedem Vorwärtsrollen leicht zum Sitzen kommt, ohne euch abzustützen. Also ihr sitzt ohne Stütze und rollt euch wieder nach hinten und sitzt wieder ohne Stütze und rollt nach hinten. Und jetzt bleibt hinten in Halasana. Halasana im Flug. Nehmt die Fäuste, die Hände hinter euren Rücken, macht eine schöne Faust und bleibt dafür einen Moment in dieser schönen Pflugstellung. Und mit der nächsten Einatmung kommt in die Kerze. Bringt euch hoch in die Kerze. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und bringt den rechten Fuß hinter euch, vielleicht berührt er auch den Boden. Und dann bringt den rechten Fuß wieder nach oben. Und den linken über euren Kopf, nach hinten an den Boden und kommt wieder in die Kerze. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und dann lasst euch langsam herabrollen, Wirbel für Wirbel. Nehmt die Hände flach auf den Boden und stützt euch. Und lasst euch jetzt langsam zurück in die Shavasana-Position gleiten. Und kommt in den Fisch. Löst euch und macht es euch gemütlich und bequem in Shavasana. Wer möchte, kann auch noch einen Kopfstand machen. Das ist freiwillig. Ansonsten kommt einfach in Shavasana zur Ruhe. Legt euch hin und genießt das Nichtstun.
Kindsposition. Shavasana. Dann bewegt leicht eure Zehen und eure Finger. Lasst die Finger wieder wach werden, auch die Füße. Bewegt vielleicht euren Kopf von links nach rechts und von rechts nach links. Und wenn ihr wollt, nehmt die Arme über den Kopf und streckt euch richtig nochmal aus. Und
Und dann rollt zur rechten Seite und macht euch noch mal klein. Sukhasana, den Yogi-Sitz oder Lotus-Sitz, je nachdem, was ihr gerne machen möchtet, zum Abschluss. Und dann chanten wir noch dreimal Om. Wir atmen zusammen aus. Bringt die Hände nochmal zusammen und die Daumen an die Stirn. Namaste.